Reise durch Norwegen. Der Geirangerfjord. Der Geirangerfjord ist einer der schönsten Fjorde Norwegens und wer einmal dort war, der wird dies sicherlich bestätigen. Der Geirangerfjord gehört seit 2005 zum UNESCO-Weltnaturerbe. Er erstreckt sich über eine Länge von 15 Kilometer, ist zwischen 0,6 und 1,3 Kilometer breit und misst an seiner tiefsten Stelle rund 200 Meter. An den Seitenwänden steigen die Berge steil bis auf etwa 1500 Meter an. Zwar gibt es die verschiedensten Aussichtspunkte, die man mit dem Auto ansteuern kann, der Fjord wirkt allerdings vom Wasser aus gesehen am schönsten. Die einstündige Fahrt durch den Fjord mit der Fähre oder mit dem Schiff ist ein grandioses Naturerlebnis. Je nach Wetter sucht man sich einen gemütlichen Platz am Panoramafenster oder am Deck. Viele interessante Informationen kommen in verschiedenen Sprachen über Lautsprecher. Während der Fahrt kommt man an einigen mittlerweile verlassenen Berghöfen und Wasserfällen wie die Sieben Schwestern, dem gegenüberliegenden Freie und dem Brautschleier vorbei. Als die Berghöfe noch bewohnt wurden, waren diese teilweise nur über Leitern zu erreichen. Der Überlieferung nach soll einer der Berghofbesitzer einst die Leiter immer dann hochgezogen haben, wenn der Steuereintreiber kam, sodass dieser wieder mit leeren Händen den Rückweg antreten musste. Die Berghofbesitzer befestigten ihre Kinder mit Seilen, damit sie nicht die Berge hinunterfielen. Das teilweise südländisch anmutende Wetter erlaubte damals den Bauern sogar Früchte wie Aprikosen anzubauen und zu ernten. Diese Naturkulisse hat etwas Majestätisches. Hohe Felsen, herabstürzende Wasserfälle und Möwen, die die Fähre auf ihrer Fahrt begleiten. Der Ort Geiranger und der Geiranger Fjord zählen zu den meistbesuchten Sehenswürdigkeiten in Norwegen und das merkt man auch. In den Sommermonaten besuchen ihn täglich Tausende von Touristen auf Kreuzfahrtschiffen aus aller Welt. Er ist das Highlight einer jeden Nordland-Kreuzfahrt. Für die Autofahrt zum Geiranger Fjord ist der sogenannte Trollstigen absolut zu empfehlen. Diese Bergstraße ist ein absolutes Muss für jeden Norwegen-Urlauber und der Höhepunkt eines jeden Roadtrips. Er schlängelt sich über steile Berghänge vorbei an tosenden Wasserfällen. Er ist manchmal nervenraubend, doch vor allem atemberaubend.